Gruß hier, seid ihr alle da? Ja! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Auspack-Video. Ja, es ist wirklich gerade richtig frisch hier eingetroffen und ich habe, wollte nicht bis zum Wochenende warten, sondern das Teil sofort auspacken. Ihr seht ja auch, um was es geht in der Videobeschreibung und in dem Titel von dem Video. Ich habe heute hier in dem Karton eine Tokio Marui M4, ich weiß, M4, aber das ist eine besondere M4, das ist nämlich die, ja, Tokio Marui, ja, Tokio Marui, das sagt eigentlich schon alles, eine Gas Blowback mit diesem ZET-System. Das Ganze gab es ja schon mal vor einer ganzen Weile bei Waffen Oostheimer zu kaufen. Ich glaube, das ist 4 oder 5 Jahre her. Ich glaube, nee, das war 2017. Genau, 2017 kam das Ganze nach Deutschland. Hatte sowas um die, ja, etwas über 500 Euro gekostet, hatte aber einen kleinen Mangel gehabt, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt schon gehabt und hätte ich es euch auch schon ewig davor zeigen können. Die hatten leider keine Colt Markings gehabt, die wurden damals wahrscheinlich aus Lizenzgründen rausgefräst. Und das Ganze hier mit dieser wunderschönen Cerakot-Beschichtung und ihr wisst, ich bin Sammler und nee, ging gar nicht. Und das war dann für mich auch der Tod gewesen, das Teil zu kaufen, obwohl ich da wirklich sehr, sehr interessiert dran war, allein schon wegen diesem ZET-System. Aber dazu später. Es ist unglaublich, was ich immer labern kann. Ich habe den Karton immer noch nicht geöffnet. Der Karton selber, also gesagt, der Inhalt, der kommt von Airsoft2Go. So. Und das Tolle, ich wusste davon rein gar nichts. Ich habe mal so eine kleine Message bekommen von Airsoft2Go, ob ich denn nicht mal Interesse hätte, das Teil zu reviewen oder ob ich das schon in meiner Sammlung hätte. Und da schrieb ich, naja, finde ich schon ganz cool, aber es hat immer an den Markings gemangelt. Und da schreiben die mir zurück, da brauchst du dir keine Sorgen machen, das Baby, was ich jetzt raushole, ich sehe den Karton, hat alle Colt Markings und jetzt hole ich es raus. War schon wieder mega Gänsehaut. So. Allein schon der Karton. Das ist, ich muss ehrlich sagen, Tokio Marui weiß wirklich schon am Anfang, siehst du, da wird sogar die Kamera unscharf, wie man Airsoft feiert. Für mich ist es das Apple unter den Airsoft Herstellern. Man wird schon von der Verpackung an scharf gemacht auf den Inhalt und man ist tierisch begeistert. So, ich habe jetzt noch für mein Video dazu bekommen einmal ein Ersatzmagazin und, oh ja, zwei Flaschen sogar. Genau, einmal das Nuprol 1.0 Gas, das ist 144A Gas. Die Marui M4 ist für 144A Gas konzipiert, so wurde sie gebaut, weil nach japanischem Recht kann man nur 0,9 Joule haben in dem Land und so ist die halt ausgerichtet. Jetzt habe ich hier zum Test auch nochmal 2.0er bekommen, das ist eigentlich Standard Green Gas. Aber wie gesagt, was ich so gelesen habe und wie es auch so ist, das Teil ist auf 144A Gas gebaut, auf 0,9 Joule gebaut. Und damit funktioniert es out of the box, absolut tadellos, kaum Cooldown, konstante Leistung, ZET-System und ja, okay, habe ich auch richtig, ja, also vielleicht mal so rein. Zum Preis kann ich euch leider auch nichts sagen. Ich denke mal, während ich hier dieses Auspackvideo mache, wird das ja heute, morgen oder übermorgen im Shop gelistet sein. Bei Waffen Oostheimer hat es mal, wie gesagt, etwas über 500 Euro gekostet. Ich denke mal, da jetzt hier alle Lizenzen drauf sind und das Pferdchen hier am Receiver hoppeln darf, wird das bestimmt teurer sein. Ich schätze vielleicht, ja, vielleicht 200 Euro maximal teurer, so 700 Euro, 650, keine Ahnung. Ich, ja, lasst euch überraschen, wenn ich die Infos beim Schneiden von diesem Video habe, packe ich euch das hier alles rein. Ich packe auch euch alle Infos rein, die ich jetzt zur Zeit habe. Jetzt muss ich erstmal kurz runterkommen. Jetzt packen wir es aus, ja. Es ist immer wieder schön, so. Ja.
Es ist einfach ein Traum. Guckt euch das an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, also diese Verpackung ist so geil, man könnte sie so jetzt an die Wand tackern. Ja. Und dann hättet ihr ein richtig schönes Ausstellungsstück. Das ist hier nicht nur einfach schwarz, sondern das ist sogar noch, hat so ein richtig schönes Muster. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht hier, das Inlay. Die Waffe ist hier nochmal mit Klett gebettet. Und jetzt holen wir mal das Ganze raus. Da haben wir, naja, das Magazin. So sieht das aus. Hier hat sich Marui auch eine ganze Menge einfallen lassen. Der Gastank ist jetzt ziemlich klein, ich denke mal nur so ein Drittel. Hat hier ein ganz langes Einfüllröhrchen. Das Magazin ist entlüftet, sodass hier auch gewährleistet ist, dass hier ja, durch die Aggregatzustände Flüssiggas hier es nicht zu schnell zu einem Cooldown, also zum Abkühlen auch des Magazines führt. Da hat Marui auch viel investiert an Zeit. Ich bin auch mega gespannt, das auszuprobieren. Ich durfte mal vor 3-4 Jahren durfte ich mal damit schießen und ich war begeistert, allein schon vom Kick. Ich glaube, der Besitzer hatte da auch nur 144 Aargas gehabt. Reichweite hatte er so gesagt zwischen 40 Meter, 40, 50 Metern. Jetzt aber. Okay, guck mal, jetzt haben wir hier noch eine Zubehörbox, eine Accessoirebox. Hier auch, guck mal, 5,56 mm, absolut. Es hat absoluten Style. Was haben wir hier drin? Da haben wir ja, so ein Laufstopfen drin. Sozusagen die Laufsocke aus Kunststoff, die Marui schon dabei hat. Die brauchen wir ja jetzt beim Erstaufspielen, wenn wir mal wieder ausgehen können. Dann haben wir hier ein Einstellwerkzeug. Ich denke mal, das wird hier für die Visierung sein. Und nochmal so ein kleines Päckchen Bibis zum Start. Dann, ja, gucken wir mal. Also man müsste so ein Gänsehautmeter haben, da müsste man mich mal anschließen und mal die Werte beobachten, wenn ich sowas auspacke. Es ist unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass das Teil nochmal so nach Deutschland kommt und ich bedanke mich bei Airsoft2Go, dass sie das machen, gemacht haben und dass ich es haben durfte gleich als erster, obwohl das Ding noch kein Preisschild dran hat. Es ist sozusagen noch backfrisch aus dem Ofen hier gleich bei mir auf dem Tisch. Und jetzt hole ich es raus. So. Ist ein, ich weiß, es ist ein Standard M4. Und ich habe so ein M4.1 noch nicht in meiner Sammlung. Ja? Noch nicht ein einziges Mal. Weil es eigentlich normalerweise ziemlich langweilig ist. Aber hier, Tokyo Marui, allein schon wegen der Verpackung. Jetzt mit den Markings, mit diesem ZET-System, mit dem versprochenen Out-of-the-Box Spieler-Airsoft-Gewehr mit Gas-Blowback, ja, ist das wirklich schon was Besonderes. So, gucken wir mal, dann haben wir hier noch eine Anleitung. So, ist hier auch nochmal, hier mit so einer, kann man das hier abziehen, ja, dann ist auch nochmal so ein Karton drin. Also es ist wirklich alles, alles mit Liebe zum Detail. So, dann haben wir hier nochmal eine schöne, hochwertige Anleitung, wo dann auch hier nochmal wahrscheinlich das System genau erklärt wird. Da gehe ich jetzt aber auch nicht groß drauf rein. Ist halt, ja, geil. So, jetzt. Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Also die Daten hänge ich euch hier unten ran. Das Tolle ist also, wir haben hier eine Cerakote beschichtete Airsoft. Das heißt, die Beschichtung ist so hochwertig, dass ihr auch nach all den Jahren hier keinen Kratzbomber habt, sondern das Ganze ist alles kratzresistent, sehr, sehr hochwertig. Und ich sehe jetzt hier schon, ich sehe es hier schon, ja. Da zieht euch mal die Markings rein. Das Pferdchen Colt M4A1, alles angebracht. Auch hier Colt ist nicht rausgefräst. Und ich sehe gerade, ja, F. Im 5-Eck wurde jetzt hier auf der Seite mit angebracht. Okay, rechte Seite wäre besser gewesen, aber es ist ziemlich dezent, ziemlich schwach. Ich denke mal, kann sein, dass die auch vielleicht noch ein bisschen Brünierung drauf gemacht haben. Also ist nicht
dieses normale weiß gelaserte, ich denke mal, da haben sie es auch noch mal ein bisschen nachgeschichtet. Airsoft to go, also richtig genial. Ja. Und es fässt sich auch richtig, richtig gut an. Also richtig, richtig smooth. Das scheppert nicht. Das läuft wie auf Schienen. Da haben wir ein bisschen Spiel drin. Oh, satt, oder? Nochmal. So, ich denke mal, wir werden mal ein bisschen Probe zappeln lassen, das Ding. Wie gesagt, 144 Argas und es soll trotzdem ordentlich zappeln und ich hatte es ja damals auch schon mitgekriegt. Ja, dann probieren wir das mal aus. Ihr könnt auch mit höheren Gas spielen, hier mit dem 2.0er. Höher würde ich aber nicht gehen, weil je mehr Druck jetzt hier auf dem System lastet, haben wir wieder das Problem mit Cooldown, mit der Leistung, die ein bisschen unkonstant ist. Und wie gesagt, das Ganze ist alles nur auf dieses Gas ausgelegt. Heißt, könnte am Nuzzle was kaputt gehen, an der Federsystem hier. Ach, ich weiß nicht. Also wenn ihr nur auf Nummer sicher gehen wollt, dann 144 A-Gas. Ist dann eher mehr was vielleicht für ein CPU... Ganz ruhig, Brauner. Es ist dann wohl eher mehr was für den CQB-Bereich, also für kürzeres Umfeld. Aber wie gesagt, soll 40, 50 Meter soll drin sein. Mal sehen, ob ich das überhaupt noch testen kann. Ne? Also hört man, das ist tückisch mal ruhig. Mach nur so ein bisschen. Hört das zwischen? Das ist wirklich hier dieses entlüftete System, das hier auch wirklich das Magazin schön randvoll ist. Und wie gesagt, das ist ja nur ein Drittel voll mit dieser Stange. Und ja, ich bin jetzt... Sorry. Jetzt aber. Fangen wir mal an. Probieren wir es aus. Sitzt schön fest drin. Tokyo Marui. M41 MWS ZET System First Try. Es kickt ordentlich. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen heran. Ja. Also, wie gesagt, unvorstellbar. Das ist hier wirklich nur schwaches Gas. Und es läuft absolut smooth. Nimm den Finger mal weg vom Bull Catch. Zack. Ja, es wird kühler, aber jetzt nicht dramatisch. Und ich habe ja nicht viel jetzt reingemacht. Ich muss sagen, läuft absolut smooth. Jetzt merke ich, jetzt lässt ein bisschen nach. Mal gucken, Bull Catch. Ja, funktioniert trotzdem. Ja. Es ist kühl, aber es... Ja, es geht noch. Wunderbar. Wollen wir nochmal gucken, bis zum Schluss. Unvorstellbar. Ihr habt ja gehört, das Ding ist eigentlich schon kurz am Abkotzen, aber der Bullcatch funktioniert noch. Nochmal. Jetzt ist es aber wirklich vorbei, oder? Ja, aber jetzt ist vorbei, aber das ist normal. Also ich muss ehrlich sagen, auch wenn die Leistung nachlässt, Bolt Catch arbeitet einwandfrei. Ja, und ist gut. Ja, das soll jetzt erstmal von mir gewesen sein.
Ich bin mega begeistert. Einen herzlichen Dank nochmal an Airsoft2Go, dass ihr das Teil wieder nach Deutschland gebracht habt und genau in der vollwertigen Version, so wie wir Sammler es mögen, mit dem Colt-Pferdchen drauf und an alle Technik-Freaks mit dem ZET-System, absolut genial. Und hier soll es nun endlich etwas sein, wo man auch out of the box die Airsoft-Spieler mit begeistern kann. Kann man ja auch schon mit GHK. GHK ist eigentlich das Nonplusultra. Gerade auch was denn höhere Gassorten angeht, habt ihr natürlich ein bisschen mehr Reichweite. Aber was mich hier bei dem Tokyo Marui so, so fasziniert, ist halt, ja, die sind ein bisschen weggegangen vom realistischen Vorbild, was das interne System angeht. Die haben das komplett neu aufgebaut. Also wenn ich das jetzt auseinanderbaue nachher im Review, werdet ihr sehen, sieht total anders aus als die Systeme, die ihr normalerweise kennt. Also hier wurde eher mehr drauf Wert gelegt, für den Spieler ein Gas Blowback System zu bauen, was out of the box sofort funktioniert, was verschleißfrei ist, wo er jahrelang mit Freude dran habt. Man sieht es auch allein schon an der Beschichtung, Cerakot-Beschichtung, absolut der Hammer. Einziger Nachteil ist vielleicht hier für uns in Deutschland, das Teil ist für den japanischen Markt gebaut mit 0,9 Joule, heißt, ja, man ist ein bisschen von der Reichweite beschränkt, obwohl Tokyo Marui Systeme dafür bekannt sind, dass sie auch mit wenig Leistung viel leisten können, ja. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass die Spielfelder bald aufmachen. Soll ja wohl jetzt so sein. Und dass ich das Teil mal auf weite Strecken testen kann. Und deshalb habe ich auch hier mir mal das zweite Magazin zugeben lassen. Ja, ich denke mal, das war jetzt das längste Auspackvideo ever, weil ich viel mehr gequatscht habe, als gezeigt habe. Aber ich zeige es euch noch mal rein. Ein absoluter Traum. So. Das war's von mir gewesen. Bruce, BB2K, Airsoft Channel mit dem Tokyo Marui M4A1 MWS Gas Blowback Gewehr mit dem ZET-System. Okay, das war's von mir. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, ja, der klickt mal dahin, wo der Lauf hin zeigt. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns wieder gesund und munter beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Bruce.